Hallo und herzlich willkommen zum Magazin von Arlberg TV. Mein Name ist Nadine Oberleiter. Der Ausnahmeathlet Falch Martin aus St. Anton hat sich für die Paralympics in Vancouver in der Disziplin Slalom qualifiziert. Wir haben ihm beim Training zugesehen. Qualifiziert für Vancouver und wie fühlt man sich? Ja, das ist natürlich schon ein Traum. Jetzt ist meine dritte Olympiade und heuer hätte ich natürlich nicht gerechnet, weil ich bin jetzt 2 Jahre nichts mehr international gefahren. Und heuer wollte ich eigentlich nur mal zu Gaudi am Europacup-Rennen mitfahren. Dann hat es geheißen, tauschen immer, hast du keine Punkte. Und dann möchte ich dann gleich wieder langlaufen, auch kein Problem. Und auf einmal ruft der ÖSV an und sagt, du, es gibt 2 Rennen, da kannst du starten. Und wenn du halbwegs fährst, dann kannst du Europacup-Rennen fahren. Nein, ich habe bei den Rennen schon die Punkte gefahren für den Weltcup. Und ja, und jetzt habe ich mich qualifiziert. Also für Vancouver im Slalom. Gibt es Medaillen, Chancen? Ja, das hoffe ich schon. Ich meine, ich trainiere halt fleißig und ich mein Bestes geben. Es ist schwierig. Ich meine, die Dichte ist ja so eng heutzutage. Und die Sportler, die da dabei sind, das sind eigentlich Berufssportler. Da ist kein Hobbysportler mehr dabei. Und wie es bei mir ist, ich meine, ich bin das ganze Jahr irgendwo aktiv. Ich bin überall, bin sicher ein guter Sportler. Aber spezifisch bin ich eigentlich nirgends Weltklasse. Das heißt, du machst das nicht hauptberuflich, also du bist nicht Profisportler, was machst du denn nebenher? Ja, ich bin normal beim Arbeiten. Jetzt im Winter habe ich ein bisschen mehr Zeit, Gott sei Dank. Und ich muss mir halt die Zeit da und dort nehmen, Zeit in der Früh, spät am Abend und zwischendurch auch, so wie es halt geht, dass ich irgendwo die Möglichkeit habe zum Trainieren, dass ich mir Leistung bringen kann. Okay, und wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem SCA beim Training? Ja, das finde ich heuer ganz super. Es hat mir der Gary, der Martin und die Cora haben mir das Angebot gemacht, dass ich immer wieder ein bisschen mittrainieren darf. Wenn die einen Lauf stecken, kann ich mitfahren oder daneben stecken wir einen eigenen Lauf. Und das ist natürlich für mich super, weil ohne Training geht sicher nichts.